Wir sprechen Klartext vom Harz bis an das Meer. NBD Niedersachsen. Meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Gosteiner, im Moment wird geradezu begeistert mitgeteilt über alle Medien, dass die Zahl der nach Deutschland strömenden sogenannten Flüchtlinge rapide zurückgeht. Und es wird sogar versucht, dieses teilweise als Erfolg deutscher Politik darzustellen. Als erstes, nach Deutschland sind eigentlich überhaupt keine Flüchtlinge gekommen. Geflüchtet sind Menschen aus Bürgerkriegsgebieten mit Sicherheit. Sie sind geflüchtet, waren dann in Lagern, meistens in der Türkei oder sonst wo. Und von diesem Moment an sind sie nach Mitteleuropa, vornehmlich nach Deutschland, dann weiter gewandert, migriert, wie es so schön im Norddeutschen heißt. In diesem Moment waren sie lange keine Flüchtlinge, lange nicht mehr auf der Flucht. Was Flucht bedeutet, das wissen wir Deutsche am allerbesten. Nach dem Zweiten Weltkrieg sind Abermillionen Deutsche aus dem Osten, aus Ostpreußen, Schlesien, Pommern geflüchtet. Und ihre Flucht endete dort, wo sie keinen Bedrohung damals durch die Rote Armee mehr fürchteten. Dort endete diese Flucht irgendwo in Mitteldeutschland, in Westdeutschland. So kann man Flucht verstehen. Wir wissen um die Riesenprobleme. Ich selbst bin auch ein Kind von Ostvertriebenen, Geflüchteten. Ich weiß aus der eigenen Familie, was es bedeutet, zu flüchten. Und ich weiß, was keine Flucht mehr ist. Jetzt könnte ich die Bundesregierung, die Bundesrepublik Deutschland, nur bedanken bei den Ländern Südeuropas, die dieses Spiel der Frau Merkel, die alles schafft, wir schaffen es, die dieses Spiel der Frau Merkel dann beendet hat. Alle Länder des Balkans haben dafür gesorgt, dass die Fluchtbewegung oder viel besser gesagt die Wanderungsbewegung, die Völkerwanderung nach Mitteleuropa auf ein Minimum im Moment zurückgegangen ist. Bei diesen Ländern muss sich Frau Merkel bedanken. Wenn ein Land wie Deutschland nicht in der Lage ist und vor allen Dingen nicht bereit ist, seine eigenen Grenzen zu schützen, dann ist das ein Armutszeugnis hoch drei. Das kann nicht wirklich wahr sein, sondern das ist gewollte Politik. Ist es vielleicht die Politik abzulenken von dem Versagen über Jahrzehnte hinweg in Bezug auf die eigene Bevölkerungspolitik? Dass Deutschland ein Land ist mit viel zu wenigen jungen Menschen, dass Deutschland ein Land ist, das angeblich einen demografischen Wandel erlebt, wobei demografischer Wandel auch nur wieder die Umschreibung des ganz einfachen Sachverhaltes ist, dass das deutsche Volk völlig veraltert, dass das deutsche Volk, wenn es so weiter seine entsprechende Politik fortsetzt, allmählich zu einer Minderheit im eigenen Land wird. Und hier war vielleicht eine Veränderung dieses demografischen Wandels
der Hinzuzug von Millionen Deutschen aus der früheren Sowjetunion, den sogenannten Russlanddeutschen, die oft mit Sack und Pack, mit Familien und vielen Kindern nach Deutschland kamen und vieles veränderten an dieser Sache. Aber es reicht natürlich nicht, ein Versäumnis von Jahrzehnten dadurch zu beenden. Dazu musste etwas ganz anderes hinzukommen. Und vielleicht war es sogar gern gesehen, dass Millionen Menschen aus anderen Kreisen zu uns kommen. Aber sie kommen auch aus anderen Kulturen und nehmen den vielen, die aus ihren Gründen, welche auch immer, nach Deutschland kommen, aber noch normale Menschen sind, kommen auch viele Kriminelle im Pack hinterher sozusagen, im Rucksack, ungewollt von den Betreffenden kommen sie. Ich weiß nicht, wer diese Woche einmal im ZDF die Sendung XY ungelöst sich angeschaut hat. Selbst in solchen ganz normalen Fernsehsendungen bekommt man mit, was sich in Deutschland abspielt. Die Zahl der Wohnungseinbrüche hat im Jahr 2015 einen neuen absoluten Höchststand erreicht, fast 170.000 Wohnungseinbrüche in Deutschland. Und diese Zahl nimmt rasant weiter zu. Diese werden durchgeführt durch gezielte Banden, die entsprechend vorgehen. Und die eben genannte Fernsehsendung hat einige dieser Beispiele aufgezeigt, wie Menschen reagieren, die es erleben, plötzlich mit fremden Menschen in der eigenen Wohnung ihnen gegenüber zu stehen, welche Folgen dieses außer den materiellen Dingen auch für die einzelnen Betroffenen tatsächlich hat. Und fast alle dieser Wohnungseinbrüche, jedenfalls die große zusätzliche Zahl, die gegenüber der Zahl von vor 3, 4 oder 5 Jahren dazugekommen ist, geht auf das Konto verschiedener ausländischer, südeuropäischer oder auch aus ganz anderen Gebieten, aus Georgien und Ähnliches, wurde dabei gemeint, aus diesen Bereichen. Alles das ist ein Ergebnis der absolut offenen Grenzen Deutschlands. Die absolut offenen Grenzen sind ein Hindernis für eine vernünftige Politik, sind ein Hindernis für die Sicherheit im eigenen Land. Es kommt nicht darauf an, Menschen, die ein Recht haben, hierher zu kommen, abzuweisen, sondern nur dafür zu sorgen, dass entsprechende unerwünschte Personen nicht ohne weiteres nach Deutschland einreisen können. Was schadet es, wenn man an der Grenze tatsächlich seinen Pass oder Personalausweis vorzeigen muss, wenn man kontrolliert wird? Niemandem schadet das, uns nicht, auch wir nicht, wenn ich in irgendein fremdes Land fahre. Das macht mir überhaupt nichts aus, an der Grenze meine Papiere zu zeigen. Das ist doch das Einfachste der Welt. Und das behindert auch überhaupt nicht den Warenverkehr. Damit hat das alles überhaupt nichts zu tun. Das ist freie Bahn für Verbrecher nach Deutschland. Warum ist die Situation in dieser Form überhaupt entstanden? Wer sich einmal diese Frage stellt, warum wollen Menschen hauptsächlich nach Deutschland strömen? Warum wollen sie dann leben noch? Aber dort ist die Aufnahmefähigkeit eben dann auch begrenzt in die skandinavischen Länder. Weil es hier für sie die besten Voraussetzungen gibt, weil sie hier die besten wirtschaftlichen Bedingungen finden und weil sie von Deutschland gerufen wurden, hierher zu kommen. Das, was dargestellt wird als die große Willkommenskultur,
hat natürlich auch sofort ein Echo in diesen Ländern gefunden. In Deutschland sind wir willkommen. In Deutschland haben wir die Möglichkeit, normal und friedlich zu leben. In Deutschland sind alle Voraussetzungen da. Dieser Ruf, Fremde, ihr seid in Deutschland willkommen. Dieser Ruf hat sein Echo in der ganzen Welt gefunden. Wir haben mal überlegt, wie viele zig Millionen Menschen in der Welt insgesamt auf der Flucht sind, weiß, dass dieser Schritt ein völliger Irrsinn ist, ein politischer Irrsinn, den man kaum richtig einschätzen kann. Von Anfang an stand es doch fest, dass Deutschland nicht zig Millionen Menschen aufnehmen kann und bei Millionen schon gewaltig stöhnt und ächzt. Das ist absehbar gewesen vom ersten Moment an. Das hätte jeder wissen müssen, der entsprechend diese Politik angeleiert hat. Und wenn es darum geht, dass es nur zusätzliche Arbeitskräfte in Deutschland gibt, auch der hat einen völligen Irrweg beschritten. Denn darum kann es nicht gehen und das kann auch kein Ziel dieser Politik sein. Menschen dazu zu bringen, entsprechend integriert zu werden, ist überhaupt kein Sinn des Asylrechts. Asylsuchende sind nicht zu integrieren, ihnen Schutz zu gewähren, aber nicht mehr. Und wenn der Grund des Asyls vorbei ist, dann werden sie auch in der Regel freiwillig in ihre Heimat zurückgehen, wenn sie wissen, hier sind Grenzen der Eingliederung tatsächlich vorhanden. Deshalb können wir diese Politik überhaupt nicht mittragen, überhaupt nicht verstehen, warum dieser entsprechende Wege überhaupt gegangen worden sind. Meine sehr geehrten Damen und Herren, Ihre Stadt Goslar hat ja einen entsprechenden Bürgermeister, der gerne noch Tausende zusätzlicher Menschen, die in Deutschland Schutz suchen, hier unterbringen möchte. Eine Stadt, deren Einwohnerzahl zurückgeht, allerdings dann dadurch wieder auf einen anderen Stand zu bringen, indem man meint, alles, was leer steht, mit Fremden besetzen zu können, muss auch von vornherein wissen, dass er damit seiner Stadt den größten Bärendienst erweist, den er überhaupt nur erweisen kann. Das führt dann am Ende dazu, dass Goslar nicht mehr Goslar ist und dass die Stadt ihre Identität, ihr sich selbst sein verliert. Das ist etwas, was vielen Deutschen überhaupt abhanden gekommen ist. Dass sie sich selbst sein wollen, dass sie ihrer eigenen Art einen Wert zu messen, ohne anderen schlecht zu machen oder runterzumachen, aber darauf bestehen, dass sie so sein wollen, wie sie sind. Das ist eine ganz normale Reaktion eines jeden Volkes überall in Europa. Und das, was an politischen Veränderungen sich um uns herum überall abspielt, das ist etwas, was wir beobachten können. Da wird vom bösen Rechtsruck in allen Nachbarländern gesprochen und plötzlich wählen auch Deutsche eine Partei, die nicht so verunglückt ist wie die NPD. Der AfD wird es jetzt so ergehen, wie es uns in 52 Jahren unseres Bestehens auch entsprechend ergangen ist. Am Ende völlig diffamiert, runtergemacht, mit völlig dummen, inhaltsleeren Sprüchen, als Nazis verunglimpft. Wer nebenan dazugehört hat, weiß, dass sie keine Ahnung haben. Politik im Jahre 2016
hat überhaupt nichts mit dem zu tun, was irgendwann vor 70 Jahren war oder einmal gewesen ist. Politik im Jahre 2016 ist Zukunftssicherung unseres Volkes. Und die NPD versteht sich als die Partei der ethnisch Deutschen, der Deutschen, die auf deutscher Abstammung sind. Das ist das Selbstverständnis der NPD. Und unser Ziel ist es, dass unser deutsches Volk überlebt, dass unser deutsches Volk in einem Europa friedlich miteinander arbeitender Länder und Nationen, einem Europa der Vaterländer, dass dort unser deutsches Volk auch eine Zukunft hat, dass unser deutsches Volk überlebt. Und wir werden uns gegen alle Dinge wehren, die die Zukunft unseres deutschen Volkes dann entsprechend beeinträchtigen. Deshalb, unser deutsches Volk muss leben, damit Deutschland eine Zukunft hat. Wir werden uns dafür einsetzen. Wir werden unsere Politik entsprechend gestalten. Und zur Kommunalwahl am 11. September dieses Jahres werden wir uns auch bemühen und wohl fast sicher in Goslar zur Kommunalwahl, zur Stadtratswahl hier kandidieren. Das wird eine Sache sein, die wir uns als NPD auch in vielen anderen Wahlantritten vorgenommen haben. Die NPD wird ein politischer Faktor sein und wenn das Verbotsverfahren erfolgreich für uns abgeschlossen ist, wird manches von dem, was heute an negativen Dingen über uns hergeholt wird, entsprechend ohne jede Wirkung und Bedeutung sein. Wir kämpfen für Deutschland, kämpfen Sie mit, machen Sie mit, helfen Sie uns. Und wenn am 11. September 2016 Kommunalwahl ist, hier in Goslar, dann haben Sie eine Möglichkeit, den etablierten Parteien etwas auszuwischen. Sie können die NPD wählen. Wählen die NPD, dann haben Sie eine Alternative gefunden zu allen etablierten Parteien.